Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine schnelle griechische Pizza mit Oliven, Peperoni, Hack und Schafskäse vorstellen. Schnell deshalb, weil wir heute mal fertigen Pizzateig nehmen aus dem Kühlfach. Wenn es mal etwas schneller gehen muss, kann man ihn auch mal benutzen, muss man nicht selber machen. Und die anderen Zutaten sind echt griechisch. Guckt es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe alles schon rausgelegt, was wir brauchen. Wie gesagt, hier der Pizzateig, fertiger Teig. Wir brauchen aus dem Rinderhack Tomaten. Ich habe hier Cocktailtomaten genommen. Wir brauchen Zwiebeln. Rote Zwiebeln passen hier besonders gut. Schafskäse, Schmand und für den griechischen Belag ein paar schwarze Oliven, scharfe Peperoni eingelegt. Zum Würzen werden wir Oregano nehmen, Thymian und Gyros-Gewürz. Und das Ganze werden wir lecker überbacken mit Emmentaler und dann können wir auch schon loslegen. Ja, zunächst rolle ich mal den Pizzateig aus hier, den fertigen. Den habe ich so eine halbe Stunde vorher aus dem Kühlschrank genommen, damit er nicht mehr so ganz kalt ist. Und ich rolle den immer mit dem Nudelholz so ein bisschen, mit dem Pizzaroller hier, was ihr habt, damit er wirklich gleichmäßig hier verteilt ist auf meinem Blech. Ich habe hier so ein kleines Alublech für meinen Pizzastein und schneide das überschüssige Papier ab. Dann bestreiche ich als allererstes meinen Pizzabelag, meinen Pizzaboden hier mit Schmand. Und das mache ich möglichst gleichmäßig. Wenn ich das gemacht habe, brösele ich als nächstes das Hackfleisch auf den Schmand hier. Das könnt ihr ganz gut mit der Hand machen, das funktioniert prima. Nach dem Hackfleisch würze ich, die Reihenfolge ist völlig egal. Ich habe hier angefangen mit Oregano, das ist ganz gut, die griechische Note verstärkt. Dann kommt bei mir hier das Gyros-Gewürz. Und als drittes habe ich jetzt noch Thymian. Und den Thymian streue ich jetzt auch gleichmäßig über das Hack und dann haben wir auch genug gewürzt, kein Salz, kein Pfeffer, braucht man wirklich nicht mehr. Wenn ich alles gewürzt habe, meine drei Gewürze verarbeitet habe, kommen hier die anderen Zutaten. Meine Peperoni habe ich klein geschnitten, meine Oliven habe ich klein geschnitten, die Zwiebel habe ich gepellt in halbe Ringe, die Cocktailtomaten nochmal so kleine Scheiben, Schafskäse und Emmentaler und wir fangen an jetzt mit den Peperoni und die Peperoni, die streue ich jetzt auch wieder gleichmäßig über das Hack. Als nächstes kommen die Oliven, die habe ich auch nur in Scheiben geschnitten, die entkernten, mehr habe ich damit nicht gemacht. Schön verteilen über unserer Pizza und nach den Oliven gebe ich die Zwiebeln drüber. Die roten Zwiebeln machen schönen Kontrast, wie ihr seht, so zwei mittelgroße reichen auch völlig für so einen Standardteig für die Größe. Aber auch nicht zu klein, damit man die hinterher noch sieht. Da habt ihr noch so ein bisschen Struktur später auf der Pizza, also macht sie nicht kleine Würfel, sondern ruhig so halbe Streifen. Ja, und dann kommen schon die Cocktailtomaten. Auch die verteile ich jetzt möglichst gleichmäßig hier auf meiner Pizza. Und wenn wir die Cocktailtomaten alle verteilt haben, dann sind wir fast fertig. Zwei Zutaten kommen noch. Dann kommt jetzt als letztes hier der Schafskäse. Und den Schafskäse, den brösel ich einfach mit der Hand gleichmäßig über die Pizza. Das geht gut, da müsst ihr gar nicht mehr mitmachen. Und deswegen auch kein Salz mehr, sonst der Schafskäse ist wirklich salzig genug, also salzt nicht noch zusätzlich. Und der Emmentaler gleich hat ja auch nochmal Salz. Das reicht wirklich vollkommen. Ja, jetzt kommt nochmal der Emmentaler zum Überbacken, ganz zum Schluss. Auch den, gleiches Prinzip, verteilen wir jetzt hier möglichst gleichmäßig auf unserer Pizza. Und wenn wir den verteilt haben, wenn der Emmentaler durch ist, dann seht ihr, so sieht das Ergebnis vom Backofen aus, lecker. Das kommt jetzt in den Backofen, 240 Grad, 15 bis 20 Minuten oder Pizzastufe bei euch, wenn ihr habt. Und dann können wir auch schon schauen, ob es geklappt hat. Ja, so sieht das Ergebnis aus, wenn es wieder aus dem Backofen kommt. Das sieht schon echt lecker aus, oder? Und es riecht auch echt gut. Mal gucken, ob es kross ist. Ja, das hört man, glaube ich, deutlich. Ne? Die Pizza ist wirklich kross, also nicht matschig, was ich immer nicht leiden kann bei Pizza sonst. Und dann wollen wir sie mal schneiden. Die ist schon sehr reichhaltig mit dem Hackfleisch, dem Käse und den anderen Zutaten. Also das ist eine vollwertige Portion. Lecker für abends mal, gerade wenn es heiß ist. Vielleicht als Erinnerung an den letzten Griechenlandurlaub. Schmeckt und riecht wirklich griechisch. Echt lecker. Ja, und lässt sich auch gut vom Blech nehmen hier. Also ordentliches Stück. Das macht richtig satt. Und ihr seht hier, das ist meine schnelle griechische Pizza. Mit Hackfleisch, Peperoni, Oliven und Schafskäse. Ich denke, hat geklappt. Wer es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. Bye. Koch mal schnell.